Heute geht es um einen zweiten nicht-parametrischen Test, und zwar den Mann-Whitney-Hugh-Test oder auch Wilcoxon-Rangsummentest genannt, der auch dazu geeignet ist, Variablen miteinander zu vergleichen, die mindestens ordinal skaliert sind und wo wir zwei Verteilungen von vorliegen haben. Also brauchen wir sozusagen mindestens eine nominal skalierte Gruppierungsvariable beziehungsweise zwei Verteilungen, die wir miteinander vergleichen können, um diesen Test durchzuführen. Auch dieser testet auf die Differenz zweier Verteilungen und dabei wird so vorgegangen, dass die Daten in eine Rangfolge gebracht werden und für jede Gruppe, die durch die nominal skalierte Gruppierungsvariable gekennzeichnet ist, für jede Gruppe oder die Rangplätze beider Gruppen werden miteinander verglichen, wenn man die Daten dieser eigentlichen Verteilungsvariable in 1 bringt und dort schaut, wo die einzelnen Positionen der jeweiligen Gruppen landen. Im Vergleich zum KS-Test muss gesagt werden, dass der KS-Test, wie wir das letzte Mal kennengelernt haben, an jeder Stelle der Verteilung schaut, ob wir hier einen maximalen Unterschied oder wo der maximale Unterschied ist. Und wenn dieser maximale Unterschied ein gewisses Maß überschreitet, dann ist der KS-Test signifikant. Das heißt, er prüft sowohl die Lage der Verteilungen zueinander als auch deren Form der Verteilung, da er an jeder Stelle sozusagen der Test als nicht signifikant ausschlagen kann. Wohingegen der Mann-Whitney-Hugh-Test im Grunde genommen die Lage zweier Verteilungen zueinander überprüft. Eigentlich ist es sozusagen ein Mittelwertstest, ähnlich wie es der T-Test als parametrischer Test sein wird, den wir später noch kennenlernen werden. Das heißt, es lassen sich Beispiele konstruieren, wie zum Beispiel dieses Wettrennen zwischen Hare, Hase und T-Toad, Schildkröte, wo wir eine entsprechende Verteilung aufbauen können, wo wir klar sehen, dass es hier einen Unterschied in den beiden Verteilungen gibt. Und wenn wir das in der Dichtequartierung sehen, sehen wir auch, dass hier starke Unterschiede existieren. Die beiden Verteilungen unterscheiden sich aber nicht allzu sehr bezüglich ihrer Lage, sondern vor allen Dingen bezüglich ihrer Form. Und in diesem konstruierten Beispiel lässt sich sehen, dass der Kolmogorov-Smirnov-Test hier einen signifikanten Unterschied produziert, wohingegen der KS-Test zu einem nicht signifikanten Ergebnis kommt. Das muss berücksichtigt werden bei diesem Test. Die Verteilungen müssen in etwa eine ähnliche Form haben. Also nicht eine, in diesem Fall, oder hier in diesem Fall, eine links schiefe und eine rechts schiefe Verteilung miteinander vergleichen, sondern sie müssen in etwa eine ähnliche Form haben. Das ist ein etwas weiches Kriterium, aber das muss erfüllt sein. Insofern ist der Mann-Whitney-Hugh-Test kein richtig hundertprozentig nicht parametrischer Test, sondern es gibt schon eine Bedingung, die erfüllt sein muss, eben dass die Verteilungen ähnlich sind in ihrer Form. Warum trotzdem diesen Test? Er ist, wenn diese Bedingung erfüllt ist, trennschärfer als ein Kolmogorov-Smirnov-Test. Kolmogorov-Smirnov-Test ist sehr konservativ, er lehnt die Nullhypothese erst bei einem starken Unterschied ab. Der Mann-Whitney-Hugh-Test schafft es eher, die Nullhypothese abzulehnen, kann also eher einen Unterschied identifizieren. Voraussetzung eben, die Form der Verteilung ist recht ähnlich. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Und ich werde es einfach mal trocken durchspielen, ohne dass wir das in R nachvollziehen. Und am Ende werde ich kurz zeigen, wie in R der Test einfach selbst durchzuführen ist. Wir haben hier ein Beispiel für eisenzeitliche Kammergräber mit der Angabe des Geschlechtes. Wir haben also unsere Kammergrößen als in diesem Fall tatsächlich metrische Variable, aber auch diese könnte eine ordinal skalierte Variable sein, denn wir überführen diese Kammergrößen während des Verlaufs des Tests sowieso in eine ordinal skalierte Variable, nämlich in Rangsummen. Und wir haben unser Geschlecht, das ist in diesem Fall die nominal skalierte Gruppierungsvariable. Wir haben Bestattung mit männlichen Individuen, Bestattung mit weiblichen Individuen. Die Frage wäre jetzt, unterscheiden sich die
Größe der Gräber statistisch signifikant, abhängig vom Geschlecht. Für solchen Fall kann man den VanMidEU-Test anwenden. Wie gesagt, Rangsummen. Das heißt, wir bestimmen zuerst, wenn wir unsere Kammergrößen insgesamt betrachten, welches ist die größte Kammergröße? Das ist hier die 35,9, die bekommt den Rang 1. Die nächstgrößte ist 26,1, bekommt den Rang 2 und so fort, bis wir alle Gräber mit einer Rangzahl versehen haben. Und dann sortieren wir entsprechend der Größe der Ränge oder natürlich nach Größe der Kammer, daraus haben sich die Ränge ergeben, das ist also äquivalent. Wir sortieren auf jeden Fall diese Variablen oder die gesamten Fälle nach der Größe der Variable, die wir betrachten möchten, Kammergröße in diesem Fall. Und jetzt wird diese Tabelle etwas aufgesplittet. Wir zählen jetzt zusammen, wie viele Werte der jeweils anderen Kategorie unterhalb der einzelnen Werte liegen. Wir fangen an mit unserem größten Grab, Rang 1. Es ist männlich belegt. Jetzt zählen wir zusammen, wie viele weiblich belegte Gräber unterhalb dieses männlich belegten Grabes sind. Und da haben wir 1, 2, 3, 4, 5 weibliche Gräber. Wir tragen also hier eine 5 ein. Das gleiche machen wir fürs nächste Grab. Nach wie vor sind 5 weibliche Gräber kleiner als dieses Grab. Auch beim dritten Grab ist dies der Fall. Bei Rang 4 treffen wir jetzt auf das erste weibliche Grab. Und hier zählen wir wiederum die Ränge der anderen Kategorie, die dort drunter liegen. In diesem Fall eben männliche Gräber. Und dort haben wir nur 2 männliche Gräber. Also wird hier eine 2 eingetragen. Dann folgt wieder ein männlich belegtes Grab und wir zählen die weiblichen Gräber, die sich in der Rangfolge unterhalb dieses Grabes befinden und landen am Ende bei 2 Zahlen, bei 2 Rangsummen. Für die weiblichen Gräber ist es die 2, also wie viele männliche Gräber unterhalb von weiblichen Gräbern liegen, ist 2. Wie viele weibliche Gräber unterhalb von männlichen Gräbern leben, da kommen wir zu 23. Jetzt können wir mit diesen Werten entsprechend unsere Statistik bestimmen. Wir haben 5 männliche Gräber, wir haben 5 weibliche Bestattungen. Die Rangsummen haben wir gerade bestimmt. Und rein mathematisch ergibt sich, wenn wir die Zahl multiplizieren, beziehungsweise die Ränge addieren, bei beiden die gleiche Zahl. Das liegt daran, dass hier im Grunde genommen ein Fakultätsprozess durchgeführt wird. Also mathematisch muss dort immer die gleichere Zahl herauskommen. Für das Nachschlagen in einer Tabelle, bei der wir wieder einen Schwellwert bestimmen, wählen wir den kleineren Wert aus, in diesem Fall, also die 2. Und jetzt gibt es Tabellen, in denen man das Ganze nachschlagen kann, zum Beispiel im Shen 1997. Dort ist das die Tabelle B, wo Schwellwerte entsprechend für Signifikanzniveaus aufgetragen sind. Für das Signifikanzniveau von 0,05 bei N1 ist 5 und N2 ist auch 5, können wir in der Tabelle nachschlagen und finden dort eine 2 vorliegen. Unser Wert ist nicht kleiner als der Schwellwert, er ist genau gleich groß, das heißt, wir landen trotzdem bei einem signifikanten Unterschied. Die Kammergrößen unterscheiden sich signifikant voneinander. Also entscheidend sind hier für diese nachschlagenden Tabellen die Endzahlen, wie viele von jeder Stichprobe wir vorliegen haben und bei den Rangsummen die kleinere der beiden wählen wir aus, um entsprechend in der Tabelle nachzuschlagen, ob ein signifikanter Unterschied vorhanden ist. So viel zum eigentlichen Vorgehen, was im Test passiert. Die spannende Mathematik entsteht natürlich dort, wo die Schwellenwerte für die Signifikanzen berechnet werden. Das werden wir jetzt hier nicht von Hand machen, sondern das werden wir R überlassen und nehmen dafür ein anderes Beispiel, um zu schauen, wie das Ganze in R funktioniert. Ich habe hier schon mal wieder Arbeitsbereitschaft
hergestellt und einen Datensatz Kuhlberg eingeladen, bei dem es um verschiedene Beile geht und deren Länge, die hier in der Datensatz eingetragen sind. Wir haben Beile vom Typ Bikun und wir haben Beile vom Typ Cegun. Und die Frage ist jetzt, ob diese sich statistisch signifikant in ihrer Länge unterscheiden. Jetzt müssen wir beachten, wie, welche Art und Weise der Test die Daten erwartet, wie er sie bekommen möchte. Dazu können wir gut wieder die Hilfeseiten von R benutzen. Der Name des Tests, wie gesagt, ManWithNewTest oder Wilcoxon-Rangsummentest. In R wird er unter Wilcox-Test geführt. Und genau, der 2-Stichproben-Wilcoxon-Test ist auch bekannt als ManWithNewTest oder ManWithNewTest. Und wenn wir uns die Parameter hier anschauen, so sehen wir, dass R ein X und gegebenenfalls ein Y erwartet und beides müssen numerische Vektoren von Daten sein, um den Test entsprechend durchführen zu können. Also müssen wir unseren Datensatz in 2 Vektoren teilen. Und dafür gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man so einen Datensatz aufteilen kann. Ich mache in diesem Fall mal die konservative Variante, indem ich mit 2 Variablen erstelle, in denen jeweils die einzelnen Ausprägungen hineingeschrieben werden. Ich fange mit Bikun an und in die Variable, in den Vektor Bikun, sollen alle Werte von Kuhlberg hineinkommen, bei denen Kuhlberg $Typ gleich Bikun ist. Und uns interessiert ja eigentlich nur die Länge, also gucke ich nochmal nach, wie ich das benannt hatte, AE. Nehme ich nur die Länge dort hinein, die Werte aus der Spalte Länge. Was hier passiert ist eben, das hier wird als Vektor aufgerufen, die Spalte Länge, und von diesen werden nur die besetzten Werte ausgewählt, bei denen diese Klausel, dass der Typ gleich Bikun sein soll, wahr ist. Alle anderen, wo diese Klausel falsch ist, die werden nicht ausgewählt und landen nicht in der Variable, führt dazu, dass wir hier nur die entsprechenden Längen haben, bei denen der Typ Bikun war. So, das gleiche für Cegun. Cegun. Und wiederum sind ein paar weniger, aber die Auswahl hat geklappt. Und dann können wir eigentlich den Test auch direkt ausführen. Wilcox-Test von Bikun, Cegun zueinander. Wir bekommen hier unser entsprechendes Ergebnis heraus. Unsere Testvariable, hier in diesem Fall als W bezeichnet. R macht es anders. Wir hatten ja gerade eben die kleinere der beiden ausgewählt. R wählt die größere der beiden Ränge aus. 0,5 entsteht dadurch, dass wir 2 Werte haben, die die gleiche Ausprägung bekommen. Und wir bekommen hier auch unseren P-Wert zurückgegeben. Unsere statistische Signifikanz ist unter 0,05. Das heißt, der Test ergibt ein statistisch signifikantes Ergebnis. Unsere beiden Beiltypen unterscheiden sich statistisch signifikant in der Länge voneinander. Das nächste Mal werden wir uns einen weiteren nicht-parametrischen Test anschauen. Den werden wir allerdings etwas ausgiebiger behandeln, den Chi-Quadrat-Test, da er gerade für die Archäologie die angenehme Eigenschaft hat, dass er sehr, sehr geringe Anforderungen an die Daten stellt. Es reichen 2 nominal skalierte Variablen aus. Also den Fall, den wir häufig haben, dass wir eigentlich nur mit nominal skalierten Variablen arbeiten können in der Archäologie. Und dafür ist dieser Test besonders sinnvoll in unserem Anwendungsfall. Gut, dann bis zum nächsten Mal.